Ihren. Deshalb sieht man auch immer schön an den Nummern, der Assistent 1, der ist meistens, oder was heißt meistens, der ist immer auf der Seite der Trainer. Der hat mit den Auswechslungen sozusagen noch die kleine Extraaufgabe und hier in der Regionalliga eben auch die Unterstützung für den Schiedsrichter, wenn ein Trainer berechtigte oder eben unberechtigte Kritik äußert, dann darf er den Gegenpart übernehmen und die Bänke ruhig halten. Da wird kurz ausgeführt. Ein Doppelpass, die Flanke kommt rein und geht übers Tor drüber. Da zum nächsten Freistoß, fast auf der Grundlinie, getreten von der rechten Seite. Der Ball ist frei, kommt in die Mitte und da faustet ihn Christian Wozniak aus der Gefahrenzone. Und das war hier auch bitter nötig. Das waren nur einige wenige Meter. Während die nächste Ecke kommt und die findet den Weg ins Tor. Und das war auch so ein wenig mit Ansage. Eckball gut getreten. Das sah auch sehr einstudiert aus. Sage und schreibe 57 Gegentreffern bisher und hat auch zuletzt gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim eine richtige Klatsche hinnehmen müssen und müssen hintenrum neu aufbauen. Ah, ist der Ball weg. Und das die erste gelbe Karte. Ja. Verdiente gelbe Karte, trifft da seinen Gegenspieler. Ah, da hat Philipp Hofmann schön den Ball gehalten. Fanel Perdey wechselt jetzt die Seite. Das ist diesmal kein Abseits. Schöne Seitenverlagerung da auf Mendler. Der bringt von links die Flanke und da ist Gassbeiner. Noch etwas zu harmlos, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Joe Matuvila setzt jetzt da schön nach. Ah, Schiedsrichter lässt laufen. Thomas Gößweiner mit dem Ball am Fuß aufs Tor, wird gehalten. Schiedsrichter winkt ab. Ball kommt rein auf den kurzen Pfosten. Barling bleibt im Ballbesitz jetzt, aber die Chance auf den Konter über die rechte Seite. Joel Gerecki nimmt das Tempo raus, muss warten, bis der Rest nachrückt. Da ist Philipp Hoffmann, der nachdrückt. Flank von der rechten Seite, flank flach. Markus Mendler rutscht zunächst am Ball vorbei. Aktion bleibt heiß wieder. Philipp Hoffmann legt den Ball zurück. Schön durchgespielt, kein Abseits jetzt. Oh, und das war sie. Das war sie definitiv. Ja, weckt das dann aber auch das Publikum auf. Natürlich, das kann man nur neidlos anerkennen. Und schon ist die Kulisse da. Ja, ist natürlich bitter für Thomas Gößweiner, der ordentlich im Spiel war, nicht nur wegen seiner Kopfballchance. Ein Stürmer ist ja nicht immer nur an den Chancen und Toren zu messen, sondern der hat da hinten einfach mit seiner Präsenz für Unruhe gesorgt. Homburger bleiben im Ballbesitz. David Hummel macht den nächsten Ball fest. Joel Gerecki legt nach rechts raus auf Tim Steinmetz. Der Ball kommt flach rein und es gibt den Eckball. Joe Matuvila. Muss man aber auch mal festhalten. Ja, siehst du jetzt hier sowas. Ja. Da war zwar noch der Spielführer hinten dran, aber auch hier, es bleibt Markus Mendler übrig. Es läuft wohl eher auf eine Flanke hinaus. Das dürfte nochmal Eckball geben. Ja, und es steht bereit. Fanel Perdey, der auch ausführt, er zielt nach oben links. Das war der Pfosten, das ist die Latte. Doppelte Riesenchance. Boah, Stockfehler jetzt von Tim Stegerer. Flanke kommt und da ist das 0:2. Das Tor ist gültig. Das war der Spieler mit der Nummer 30, Hassan Murat. Und so schnell kann es gehen im Fußball. Die dicke Doppelchance. Da ist jetzt der neue Mann am Ball. Teisinger läuft durch das Mittelfeld, hat Platz vor sich und es kommt zum nächsten Abschluss. Der war nicht schlecht, der Ball. Die Chancen vorne mehr provozieren, die Ecken nutzen, die ganzen zahlreichen Standards im heutigen Spiel. Der Konter passiert, du läufst 2 gegen 4. Sehr starkes Tackling und das ist eine Wahnsinnschance. Es sieht nach einer unveränderten Form aus. Jetzt Mendler mit dem Angriff über die rechte Seite, zieht nach innen. Bekanntlich einen starken linken Fuß. Gerecki wechselt die Seite, Schuck am Ball mit der Flanke. Nein, er versucht aufs kurze Eck, gar nicht schlecht. Von Aaron gut gestellt. Wir sind gespannt. Ich tippe wieder auf Mendler. Mendler probiert es aber diesmal deutlich zu hoch. Sind alle Augen auf Joe Matuvila gerichtet, der sicherlich gesucht wird. Alle Grün-Weißen jetzt am kurzen Pfosten. Ecke kommt rein.
Ball bleibt scharf und der Torwart begräbt ihn unter sich. Ja, und das Ganze jetzt, während hier der nächste Luftzweikampf kommt, oder hatte Joe Matte wieder den Arm dabei und das gibt die gelbe Karte, denn der eben eingewechselte Laurin Ernst, während das hier nach einem schönen aufgesetzten Fuß aussieht und dementsprechend auch folgerichtig die gelbe Karte für Sandro Rautenberg gibt. Weiterhin auf die Viererkette setzen, wobei Tim Stegerer in seinem Jubiläumsspiel nur den neuen Rechtsverteidiger spielt. Heilig hat sich demnach neben Matuivila positioniert, der jetzt einmal komplett durch die Mitte trippelt. Gierezgier kann frei zum Abschluss kommen und jetzt Tor! Ist er drin! Tor jetzt ist er drin! FC 08 Homburg. Dann muss es mal der Schuss aus gut 20, 25 Metern sein, der im Tor unhaltbar für Aaron Huth einschlägt. Ecke versenkt und jetzt ist Homburg natürlich drauf und dran. Das gibt das nächste Foul und das dürfte auch noch die Karte oben drauf geben für den Torschützen von vorhin. Spieler mit der Nummer 30, Hassan Murat. Es bleibt bei Farnul Perdedai, der läuft an und der Ball geht drüber. Das war dennoch, Mendler steht bereit, der Schiedsrichter gibt den Standard frei. Oh, kurz gespielt, das dürfte Adestani zum Abschluss, wieder Uhl pariert. Ball ist noch heiß. Jetzt und Balingen, jetzt gibt es einen. Zweiter Ball wieder bei Homburg. Michael Heilig nochmal raus auf die rechte Seite. Da gibt es auch keine Anspielstation. Dribbelt jetzt durch die Mitte. Der Ball kommt durch zu Joe Matuivila. Der fällt fast. Nein, er macht das 2:2. Vorteil läuft. 2:2. Ausgleich in der Nachspielzeit. In der ersten Minute der Nachspielzeit. Das war Joe Matuivila, der es da wirklich clever macht, sich nicht fallen lässt. Schickt seine Leute nach vorn. Ein letzter langer Ball. Da ist Joe Matuivila, der verlängert ihn mit dem Kopf. David Hummel geht nach. Und das ist der Schlusspfiff von Christopher Raimund. Der FC 08 Homburg und der Balinger SC trennen sich mit 2:2.